das Tauziehen um die Nominierung von Brett Kavanaugh, einem Bundesrichter, zum obersten Gericht der USA geht weiter. Das Drama geht in die nächste Runde. Es geht um die am Freitag beschlossenen FBI-Untersuchungen über Sexvorwürfe gegen den Richter durch eine oder maximal sogar drei Frauen. Sie hatten Kavanaugh vorgeworfen, sie in jungen Jahren in der Highschool und danach im College, im Studium belästigt zu haben. Das FBI sollte jetzt eine Woche untersuchen. Es gab Vorwürfe seitens der Opposition, dass US-Präsident Donald Trump und das Weiße Haus diese Untersuchungen, diese Erhebungen einschränken würde. Dagegen wehrte sich nun Präsident Trump. Er sagte bei einer Pressekonferenz, dass er keineswegs hier Einschränkungen auferlegen würde den Ermittlern. Er sagte, das FBI könne alles tun, um der Sache auf den Grund zu gehen. Allerdings, einzige Einschränkung laut Trump, die Untersuchungen sollten in einer Woche abgeschlossen werden. Donald Trump sagte auch, dass er verhindern möchte, dass aus dem Ganzen eine Hexenjagd wird. Natürlich, keine Ernennung zum Supreme Court hat so viele Wellen geschlagen wie jene von Brett Kavanaugh. Es geht nicht nur um Sexvorwürfe, sondern es geht auch um Vorwürfe des exzessiven Trinkens des Richters, als er in der Highschool war und am College. Er soll dabei so schwer getrunken haben, dass er sich nicht mehr erinnern hätte können an verschiedene Vorfälle. Brett Kavanaugh hat all dies abgeschritten, sowohl die Vorwürfe der sexuellen Belästigung als auch das exzessive Trinken. Jetzt allerdings melden sich immer mehr ehemalige Studienkollegen und Highschool-Kollegen, die ihm widersprechen. Sie sagen, Kavanaughs Trinken wäre tatsächlich exzessiv und unberechenbar gewesen. Er hätte im betrunkenen Zustand äußerst aggressiv reagiert. Das alles natürlich wären Charakterzüge, die ihn für das Amt des Höchstrichters nicht besonders geeignet machen würden. Außerdem kommt hinzu, dass er unter Eid bei den Congress-Hearings stets das schwere Trinken bestritten hätte, sollte sich beweisen lassen, dass er tatsächlich des Öfteren einen über den Durst getrunken hat, wäre das ein Meineid, natürlich insgesamt sogar ein Verbrechen und würde seine Nominierung zum Supreme Court extrem erschweren. Donald Trump hat sich bei der Pressekonferenz dann auch selbst zum Thema Trinken zu Wort gemeldet. Er sagte, dass er sein Leben lang keinen Alkohol angerührt hätte. Er machte dann eine humorige Bemerkung, dass das einzig Gute an ihm wäre, und sagte und fügte an, man müsse sich einmal vorstellen, was alles passieren würde, wenn er selbst über den Durst, wenn er selbst mehr Alkohol trinken würde als angeraten. Das sollte natürlich ein Witz sein. Allerdings, ernster gesagt, die Augen der Nation richten sich auf das Weiße Haus, das die FBI-Untersuchungen gegen Kavanaugh übersieht, die FBI Untersuchungen leitet, und der Druck der Opposition bleibt aufrecht, dass hier wirklich alles unternommen wird, um der Sache auf den Grund zu gehen.